willkommen zu einer neuen Folge Rocket League. Ja. Zusammen wie immer mit dem Glubschi-Augen Matrix Pro. Mit dem Glubschi-Augen. Aber wo du Glubschi-Augen Augen sagst, dann werde ich meine Glubschis auch mal rein. Und die sehen mir fast ähnlich aus, will ich fast sagen. Nicht ganz so, aber es gibt auch solche. Wie schaut es denn eigentlich mal bei dir aus wieder mit Facecam? Ich wollte die eigentlich schon heute anhaben und mit den Kontaktlinsen drin, weil dann laufen wieder alle Leute weg. Aber da meine Bude aussieht, als hätte ich eine Bombe eingeschlagen, habe ich gedacht, lässt die Facecam aus. Ich hatte mich noch kein... Wenn ihr übrigens wollt, dass ich mal Facecam-Dingsbums da mir anschaffe und so, dann müsst ihr das mal in die Kommentare schreiben, weil ich bin mir da noch unsicher, ob ich das machen soll. Hatten wir das Thema nicht schon mal? Hatten wir. Und da hat niemand geantwortet. Ach so. Was ist das für eine Kack-Arena hier eigentlich? Das ist Star Labs hier, die neue. Warum ist das so rund? Hoppala. Das ist doch nicht rund. Sieht aber so rund aus. Oh, das war... Nicht so gut. Der andere bleibt da hinten im Tor gemütlich, chillig. Bringt ihm leider nichts, weil er jetzt rausgefahren ist. Da hast du wahr. Natürlich habe ich wahr. Da kommt der Matrix für den Angriff und er fährt und er wird geblockt. Oh, das war doof getroffen. Gegen wen spielen wir denn? Gegen XO und Yuka. Yuka hat eine Maske auf. Ich hing fest. Und oh, ja. Bist du da gebumst worden? Nee. Nur dann, kaputt gemacht. Ja, das meine ich doch. Ah, falschen Knopf, ey. Fuck. Das ist natürlich doof, wenn man Teammates hat, die falschen Knöpfe drücken. Also, ich möchte nicht mehr mit solchen Leuten spielen. Das ist ja unter meinem Niveau. Aber definitiv. Ja. Ich bin schon wieder weggeschubst worden hier. Aber immerhin sind die wohl nicht so im Angriff momentan. Das ist nicht dein Ernst, ey. Doch. Leider schon. Da kommt der Matrix und der Matrix, der macht ein Tor. Aber dafür habe ich ja die Elbe-Tante da. Vorlage. Fump und reingelunzt. Ich möchte endlich mal so eine vernünftige Torexplosion haben. Ich finde das voll blöd, dass man die nur durch die Kisten bekommen kann. Ja. Bin ja schon mal gespannt, wie das beim neuen CD wird. Oh. Ja. Das kommt ja jetzt auch bald. Mir fällt gerade was ein. Ich muss eigentlich eine wichtige Ankündigung machen. Auch noch. Vor einem Jahr, circa, habe ich, damals hatte ich noch das Format Let's Unknown, falls ihr euch erinnern könnt, da habe ich ja das Spiel, wie hieß es jetzt, Woven vorgestellt. Das war das mit dieser, der Metallspinne und dann gab es da noch Stitch, das war so ein kleines Flugding und dann gab es noch diesen Elefant, der aus Wolle war. Und ich wollte das ja auf jeden Fall Let's Playen und das hat er auch irgendwie, wollten auch ein paar Leute. Und eigentlich sollte das im Oktober rauskommen, aber jetzt steht schon seit sehr vielen Wochen da, dass es bald veröffentlicht wird, aber es ist noch kein Datum bekannt. Aber ich wollte euch nur nochmal sagen, dass wenn das sobald das da ist, werde ich es auf jeden Fall sofort mir kaufen und sofort für euch spielen. Meine Erfahrung sagt mir, wenn das schon so lange rauskommen sollte und immer noch nicht draußen ist, dann wird es auch nicht rauskommen. Nee, da steht aber bei Steam schon, es wird demnächst... Also das ist dieses, TGA steht da, glaube ich, das bedeutet das. Vorher stand halt immer so, ja, wird im Oktober veröffentlicht. Und jetzt steht da halt schon, es wird bald veröffentlicht. Weiß halt nicht, wie weit die Entwickler sind. Ja, eben. Weil die bei Twitter bisher inaktiv geworden sind. Siehst du? Tugende Game-Leute hier. Kümmert euch. Kümmert, wir haben doch hier, wir müssen mal gerade ein Tor schießen. Ey, wir liegen doch vorne. Was willst du denn jetzt ein Tor machen? Frauen und Autofahren, sag ich mal eben. Oh, das sieht gut aus.
Wo? Wie? Wann? Jetzt? Das ist die erste Runde, ja, ne? Oh, das war gut. Ja, könnte gut kommen. Jawollo. Oh, ist doch egal. Hauptsache, das Ding ist drin. Also, wenn du in Hamburg bist, dann sagt die auch, es ist doch egal. Es ist egal. Also, weißt du, was ich meine? Bezahlst du ja trotzdem. Egal. Wie? Schnell, dass das passiert ist, halt, das Tor. Wird das eine Vorlage? Es wird eine Vorlage und kann ich sie? Nein, er wurde mir weggenommen. Ich hab grad voll die ganze Zeit in einen Typ bekommen. Mach das vor! Hatte keinen Boost mehr genug. Aber wir haben doch gewonnen. Was ist denn los mit uns? Ja, das, du hast wahrscheinlich an. Was hab ich an? Na, Cheats. Ja, natürlich, ich hab die immer an. Sogar gegen Gold gewonnen, also, hallo. Ho, ho, ho. Aufgestiegen bin ich. Wo bist du aufgestiegen? Wie? Warum? Ja, eine Liga. Auf Liga 3? Warum ja. Ich nicht? Was soll das? Ja, suchst du schon oder wie oder wo? Ich bin unterwegs. Jetzt such doch mal endlich. Los, such dann jetzt. Ruhig. Zacki, zacki, zacki. Achso, dann war ich ja, wie gesagt, nochmal hier, wie letztes Mal schon, auf der Venus da. Und dann stand eine Dame da. Also die haben schon noch was angehabt, die da draußen gestanden haben. Und zumindest Foto gemacht und dann sagte sie so ein bisschen Autogramm auf dem Kalender. So, ja, natürlich. Dann hat sie natürlich schon den ganzen Krams da geschrieben und gesagt, 15 Euro dann bitte. Was machen wir jetzt denn? Ja, spielen? Ein Dreier, ja. Wäre schön, wenn man sowas vorher ankündigen könnte. Oh. Aber es ist ja nicht mit Rang. Okay. Es ist Rumble. Ach Gott. Ich bin hier halt am Schlafen und du kommst mit so einem Kram an. Ja. Ich muss ja, ne? Immer sein. Rumble. So, jetzt machen wir so lange, dass nicht gleich wieder die Leute ein Tor machen, sondern dass ich bitte mein Rumble-Item mal benutzen kann. Ich seh nix. Du hast. Wir haben zusammen. Was? Guck, guck, guck. Meine. Ich hab ihn da so stumpf reingebracht. Warte, warte. Da Bock. Ist da meine und dann kommt deine. Der Boomer-Typ eigentlich, das ist ein Bot. Okay. Ja, das ist sehr schön. Wer spielt denn auch Drilling in Rumble? Drilling. Ah, jetzt haben wir auch zu breit irgendwie. Gib mir, ich hab die Pixies. Nein. Bitte, bitte. Nein. Nein. Oh, ganz Parade. Oh, ich finde das Geräusch so geil, ey. Ja, ne? Oh, wir haben jetzt einen richtigen. Ja. Oder? Schön, dass er mich weggeschubst hat. Ey, guck mal, der hat AI als Bild. Also wie so ein Bot. Aber ist er gar keiner. Jetzt kriegen wir den Ball ab. Das kannst du ja wohl ausschneiden, das Bild, und einfügen. Oder selbst machen, das Ding. Das ist ja wohl das Einfachste. Ja, ich habe gerade verstanden, du hast gesagt, selber machen, was passt. Nein. Mr. Cowboy. Brauche Boost. Ja, besorg dir doch Boost, Kollege. Ist doch genug da. Und Tor. Oh. Aber den mag ich nicht so, weil der halt so deppt am Ende. Ansonsten ist der halt voll geil. Ja, das passt überhaupt gar nicht dazu. Das ist einfach Kacke am Ende. Ja, das ist. Das raus,
Wenn sie es rausmachen würden, dann wäre es geil. Voll der Psycho. Der was? Der Psycho? Ja, Geister, Monster, Halloween-Krams und dann kommt da so ein Gedönsball raus am Ende. Boah, das war gut von dir. Oh, ich bin kaputt. Ich auch. Da ist er eingeeist, gefriest und so. So hören wir nicht. Da war ich gar nicht so clever. Bin unterwegs? Ja. Wo denn? Ja, ist schon okay. Oh, ich hab die Pixies. Wenn er nimmt. Der Schuss bitte hier so durch die Gegend. Ich hatte die Pixies. Ist das wieder ein drückender anderer? Hätte lieber Chaos machen können, das wäre lustiger gewesen. Was ist denn hier los? Dauer auf A7 oder was? Ja, das sieht doch gut aus. Sehr schön. Stau ist auf A1, jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit fahre. Richtig schön. Mal schön den Magnetdingsbums da genutzt. Den Magnetdingsbums? Genau den. Du hast es erfasst. Das ist so ein typisches Frauenwort, Dingsbums. Ja, und Dingens. Und Dingens, genau. Und einfach nur. Was macht denn da? Lustige Teleportationsparty. Ich bin explodiert. Beim einen Typ denke ich jetzt, das wäre Alpha One, aber da steht Alpha Omega. Alpha One hat mir gerade geschrieben in den Chat-Krams. Sehr gut. Oh. Ihr müsst doch mal gerade ein Ausgleichstor schießen, bin ich hier dafür. Ich auch. Ich hab schon eins gemacht, bin ich dran. Sieht das auch? Ne, das zählt nicht. Flupp. Das Geisterding an. Der Anfang ist richtig geil, ne? Aber der Schluss ist echt. Ja, einfach dieser Scheiß-Depp. Ich weiß auch nicht, wer sowas geil finden kann. Na gut. Aber das ist ja schon auch irgendwie voll aus dem Print raus. Das war ja, schau. Das ist ja voll 2016. Das ist ja voll 2016. Nee, du nimmst die Pixies nicht. Ja, die Pixies. Tor. Nee, doch kein Tor. Kein Turbo. Nein! Bam. Nein. Bop. Ziemlich schweigsam bin ich heute, muss ich sagen. Ja, das ist aber ich auch gerade jetzt gerade, also habe ich gerade mich selber ertappt. Ein bisschen. Oh ja, nee, doch. Ich möchte dich nicht beim Autofahren erleben, also jetzt in realen Leben. Ja, ich habe mir jetzt sowieso überlegt, ich fange den Führerschein erst nach dem Abitur an. Wenn ich dann Zeit habe. Na, die wirst du nicht haben. Nach dem Abi erstmal schon, ein paar Monate. Achso, ja. wolltest nicht arbeiten, ja? Ja, nee, bis Studium anfängt, dauern ja ein paar Monate. Also, du willst Studium ein bisschen Auto leisten, wie willst du das dann machen? Ja, nö, ich muss ja nicht unbedingt ein Auto direkt kaufen, wenn ich einen Führerschein gemacht habe. Achso, natürlich. Ja, das ist so. Macht natürlich Sinn, einen Führerschein ohne Auto zu haben. Besser als ein Auto ohne Führerschein.
verstehst du? Aber für sowas hat man ja schon sein Leben lang gespart. Hast du die Paradee gesehen? Nee. Dann hättest du mal hingucken müssen. Wer schubst mich denn da noch weg? Jo, das war aber eine schöne Runde. Wir haben zwar verloren, aber... Rumble, das war auch gar nicht schön. Rumble ist für'n Arsch. Ich dachte, du findest nur dieses Dropshot-Ding doof. Nee, das finde ich relativ gut, aber nur weil du es im normalen Modus spielst und nicht mit deinen komischen Einstellungen, die du da manchmal machst. War schon die zweite Runde, ne? Das ich habe wieder keine Candycorn-Ding bekommen. Ich auch nicht. Geht das einfach gar nicht mehr. Oder ist kaputt heute? Ja, das ist, sie haben auch nur einen Rocket League-Ball, meine ich so. Na dann, ja. Beginnen mal mit der Verabschiedung. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen und wenn ihr Spaß gehabt habt, dann lasst auch der Erdbeertante und mir einen Daumen nach oben da oder ein Abo oder ein Kommentar. Ole. Oder alles drei zusammen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Montag und habt noch einen restlichen schönen Montag und eine restliche schöne Woche. Ich glaube, so mittlerweile sollte auch das herbstliche Matsch-Winterwetter anfangen und Kopf hoch, es wird auch bald wieder schneien. Na toll. Naja, wie dem auch sei, von mir auch auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Matrix findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und von meiner Seite aus war es das auch schon. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bye, bye.